Ja, ich grüße wieder alle hier auf meinem Kanal bei YouTube und möchte heute ein Tutorial erstellen, und zwar Text erstellen oder Schriften erstellen, wie man das immer nennen mag. Und zwar mit dem Online-Tool pixela.com. Wer dieses Programm noch nicht kennt, den Link werde ich später unten in der Beschreibung hinterlegen. Okay, dann werde ich das Programm mal starten. In dem Fall muss ich den Firefox oder eben einen anderen Browser auswählen. Bei mir ist es der Firefox. Dann starte ich mal deren Seite. Ganz einfach pixel.com, so wie es hier geschrieben ist. Nur hinter dem R schreibt man .com und schon seid ihr drauf. Ich möchte diese Schrift erstellen, und zwar als Hintergrund soll die Schrift in ein Bild eingefügt werden. Dazu öffne ich ein Bild von meiner Festplatte. Das sieht doch gut aus. Platziere das mal hier in die Mitte, damit wir alle gleich gut sehen können und es auch einfacher zu platzieren ist. Ja, für die, die es noch nicht kennen, den rate ich an, entweder meine Videos sich anzuschauen oder sich halt eben mit dem Programm vertraut zu machen. Ich gehe davon aus, dass der ein oder andere schon mal reingeschaut hat. Ja, wie gehen wir vor? Also, um einen Text zu erstellen, brauche ich natürlich ein Textwerkzeug. Das finde ich hier auf der linken Seite unter Werkzeuge. Da gehe ich mal ganz runter, wo wir hier dieses A sehen. Ja, das macht mir nachher das Textwerkzeug auf. Entweder drücke ich da eben hier diesen Button oder aber ich drücke den Buchstaben T. Dann verändert sich der Mauszeiger. Ihr seht das hier. Und jetzt klickt ihr einfach mit der linken Maustaste ins Bild hinein. Und schon macht sich ja das Textfeld auf, wo ihr eben halt euren Text eingeben könnt. Dann mache ich das mal. Das Kind muss ja einen Namen haben. Wäre ja sinnig, unser Traumstrand passt ja in etwa. Ist ja auch ein schöner Strand. Das ist eingegeben, richtig geschrieben, jawohl. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Feld hier, und zwar wäre das die Schriftart. Hoppla, ich bin ganz bis zum Ende gesprungen. Also bei Schriftart, bei dem Reiter hier an der rechten Seite, dann öffnen sich alle Schriftarten, die ihr auf eurem PC letztendlich wie sagt man, installiert habt. Und mittels der Pfeiltaste könnt ihr dann, wie ihr seht, euch eine Schrift aussuchen, die euch halt genehm ist. Ich suche mir jetzt mal eine ziemlich fette Schrift aus. Der zum Beispiel, der kommt gut. Dazu verändere ich hier noch die Größe. Das kann ich entweder machen, indem ich das per Hand eingebe. Oder aber durch Bedienen des Reiters und mit diesem Schiebewinkel. Ja, lassen wir mal auf dieser Größe. Da steht hier noch Stillmittel, steht da noch auf Normal. Ich mache das Ganze mal fett. Ändert sich nicht sonderlich viel. Aber lassen wir das mal so. Ist das okay? Ja, denke ich schon. Man kann ja keine noch einen Tick größer machen. Ich habe ja genug Platz. Gut. So wird es aussehen. Dann bestätige ich das mit OK. Und wie ihr seht, hat sich hier auf der rechten Seite, eine zweite Ebene aufgemacht.
Ja, den Hintergrund entsperre ich mal. Ihr seht das. Ja, zweite Ebene. Ein gutes. Gut, jetzt wäre es ja eigentlich schon fertig, aber das sieht doch ein bisschen trist aus. Das heißt, hier können jetzt noch Veränderungen vorgenommen werden. Um diesen Text, den ich jetzt hier erstellt habe, bearbeiten zu können, muss ich von einem Text auf ein Bildformat. Das heißt, ich muss diesen Text muss ich jetzt rastern. Ihr seht das hier, gibt es, wenn er die rechte Maustaste da drauf macht, Ebene rastern. Sonst geht es nicht. Also, Ebene rastern ist passiert. Ich mache das Bild hier wieder an. So. Und jetzt kann ich hingehen und dieses noch bearbeiten. Wie geht's? Ganz einfach. Zunächst einmal geht er hier auf Bearbeiten. Select Pixels. Hier klickt ihr an. Und schon ist der Text markiert. Und jetzt kann ich, wie ich will, wie auch immer, ob mit einem Pinsel, rot, ja. Okay, kann ich das hier so ändern und mir dann natürlich tausend andere Farben aussuchen, ja. So könnte man es machen, aber mit dem Pinsel. Ich fahre das mal zurück. Aber ein noch geniales Werkzeug ist das Verlaufswerkzeug. Das findet ihr hier. Da macht ihr mal einen Klick drauf und dann achtet bitte oberhalb vom Bildschirm auf die Attributenleiste. Die ändert sich nämlich. Und hier könnt ihr jetzt noch verschiedene Einstellungen vornehmen. Ich klicke mal hier auf den Verlauf. Ihr seht das hier. Ja. Und hier geben es schon jede Menge Vorlagen, die vorgefertigt sind, die ihr jetzt meinetwegen auch eins zu eins übernehmen wollt. Ich nehme es mal ziemlich bunt. Ich nehme mal das hier. Ihr seht, das hat sich jetzt verändert. Und somit habe ich auch hier ein Farbenkreuz. Das halte ich jetzt mal mit der linken Maustaste gedrückt und ziehe dann über den gesamten Text. Dann lasse ich das Teil los und ich habe exakt den Farbverlauf, den hier oben seht. So einfach ist es. Möchte ich einen anderen Textverlauf, nehme ich halt einen anderen. Ja, das können wir jetzt bis ins Unendliche durchziehen. Ja, also die Möglichkeiten sind auch dermaßen unbegrenzt. Ich mache das mal als Beispiel. An welchem Weg mache ich das jetzt mal? Ich nehme mal den hier. Ja, da seht ihr, das sind drei Farbenspiele. Ich kann jetzt, wenn ich will, jetzt auch meinetwegen die mittlere Farbe, dafür klicke ich hier auf den Reiter, ihr seht das. Dann achte mal hier auf die Farbe, die wird sich dann verändern. Ja. Und mit Linksklick darauf kann ich dann eine andere Farbe auswählen, als jetzt meinetwegen, ja, die Farbe, die vorgewählt war. Muss ich den anklicken. Und voilà, ist das eine andere Farbe. Ebenso kann ich jetzt mit der blauen machen. Die könnte ich jetzt meinetwegen, was soll man da machen? Keine Ahnung, rot. Rot ist ja, rot wird immer wieder schön gerne genommen. Okay, rot. Ja. Des Weiteren kann ich auch die Verläufe als solches verändern, indem ich den Reiter, ja, hier betätige. Mehr oder weniger, mehr gelb. Aber wie gesagt, das ist alles veränderbar. Und wie ihr seht, sieht das dann so aus. Also Möglichkeiten, deren gibt es da genug. Ja. Und das wäre eigentlich schon alles. Durch Aufheben dieser Markierung durch SRDT, ist der Schriftzug fertig. V, ich kann es jetzt noch anderswo platzieren, da wo ihr wollt. Ich könnte es jetzt auch noch in seiner Größe ändern, zum Beispiel, wenn ich
die Tastatur STRG-T benutze, kann ich das ganze Teil hier größer machen, breiter machen, kürzer, wie auch immer. Ich kann es auch spiegeln. Also mehrere Möglichkeiten, dieses noch zu verändern. Habe ich das denn verändert? Ich lasse es jetzt mal einfach so. Brauche ich nur mit Enter zu bestätigen. Und schon steht das. Eine andere Möglichkeit, die noch besteht, das könnt ihr hier unten oben auch, hier oben auf dem Reiter, unter Bearbeiten, Revisit, da klicken wir einfach drauf. Da könnt ihr das in der Symmetrie ändern. Ja, also ihr habt da ungeahnte Möglichkeiten, dieses zu verändern. Noch eine Möglichkeit, die möchte ich natürlich auch nicht außer Acht lassen. Das möchte ich noch mal kurz zeigen, sonst wird das Video auch zu lang. Mein Gott, wir sind schon bei 11 Minuten. Ich habe immer gesagt, ein gutes Video dauert maximum 8 Minuten. Jetzt bin ich schon bei weitem drüber. Aber gut, aber das muss ich einfach noch zeigen. Und zwar geht er mal hier unten rechts in der Ebenenleiste, geht er mal auf diesen ersten Button von links. Da geht die Deckkraft auf und da könnt ihr, die schon mehrere Videos von mir gesehen haben, die kennen das hier, ja. Einfach ohne, ja, das braucht man einfach, das ist einfach wichtig. Also damit könnt ihr das Ganze noch in der Gänze eben, ja, transparenter gestalten. Oder aber in einem anderen Modus machen. Ja. Aber da müsst ihr euch durchklicken. Das würde jetzt wirklich zu weit führen. Dann müsste ich euch hier tausend andere Dinge noch zeigen. Aber ein ganz wichtiger Punkt für Schriften ist dieser Ebenenstil, den wir hier haben. Das ist der dritte Button von links. Wenn ihr da draufklickt, geht dieses Feld auf. Und hier könnt ihr jetzt, ihr habt es gesehen, zum Beispiel den Schlagschatten einsetzen. Und durch den Schieberegler könnt ihr den noch verändern. Ihr seht, die Deckkraft von stark bis gering oder die Distanz können wir ändern. Die Größe, den Winkel, aber im Prinzip alles selbst erklären, wie man so schön sagt. Sogar die Farbe können wir hier ändern. Ja, also Möglichkeiten ohne Ende. Den Schatten nach innen, eine abgeflachte Kante, um einen 3D-Effekt zu erzielen, nach außen hin scheinen, nach innen hin. Und nochmal, das sind noch alles Dinge, die, wie sagen wir so schön, da muss man sich mit beschäftigen. Das kann man nicht alles, wie sagt man, in einem Video erklären. Dann müsste das Stunden dauern. Also so ist es halt. Aber auch daran könnt ihr erkennen, wie viele Möglichkeiten jetzt letztendlich dieses Programm auch hat. Ja. Ja, und somit wäre das eigentlich insoweit fertig und mein Video beendet. Ja, ich hoffe, ich habe dabei dem einen oder anderen helfen können. Und wir schauen vielleicht in den nächsten Tagen noch ein zusätzliches Video über Schriften zu erstellen. Meinetwegen auch, um Hintergründe zu hinterlegen. Aber das wäre jetzt alles ein bisschen zu weit gegangen. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann sage ich nur einfach, bis demnächst. Ciao.